Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part des Kingdom Hearts Tagebuchs. Nachdem es jetzt mit der Arena des Olymps so ein bisschen chaotisch lief, sind wir jetzt wieder im gewohnten Trott und wollen uns angucken, was sich denn in der Handlung so alles getan hat. Denn in Soras Geschichte scheint sich etwas geändert zu haben. Und zwar... Verdammt, da steht nicht neu dabei. Jetzt muss ich tatsächlich überlegen. Nee, ich glaube, das passt. Wir fangen hier komplett an zu lesen. Auf der Suche nach Kairi und König Mickey fliegen Sora und seine neuen Freunde mit ihrem Gummijet zu neuen Welten. Dort treffen sie immer wieder auf die dunklen Schatten, die sich ihnen in den Weg stellen. Im Wunderland scheint Alice für den ersten Moment gerettet, jedoch verschwindet sie auf geheimnisvolle Weise. Im tiefen Dschungel kämpfen sie gegen Clayton, der sein Herz an die Herzlosen verlor. Mit Tarzans Hilfe finden sie ein geheimnisvolles Schlüsselloch, das Sora mit seinem Schwert versiegelt, worauf ihnen ein schimmernder Gummistein in die Hände fällt. Von Aeris erfahren sie, dass die Herzlosen über diese Schlüssellöcher die Welt befallen und das Versiegeln dieser ihnen Einhalt gebieten könnte. Auch finden sie Rico wieder, der scheint jedoch seinen eigenen Weg gehen zu wollen. Der gefundene Gummistein eröffnet neue Routen, auf denen neue Welten besucht werden können. Ob sie in der nächsten Welt Kairi finden werden? Oder erwartet sie gar König Mickey dort? Sicher ist, dass die Herzlosen keine Gnade kennen. Das ist absolut korrekt. Und deshalb wird es auch ausreichend noch für uns zu tun geben. Zum Beispiel können wir uns den 100-Morgen-Wald angucken, den wir ja jetzt auch aktiviert oder freigeschaltet haben. Als Sora Merlins antikes Buch aufschlägt, wird er wie von einem Zauber in die Welt des Buches hineingezogen. Auf einer leeren Wiese trifft er den einsamen Winnie Pooh. All seine Freunde seien verschwunden, auch sein geliebter Honigbaum sei weg. Vermutlich sind die verloren gegangenen Seiten schuld, dass so vieles auf einmal verschwunden ist. Ah, muss ungünstig sein, wenn man in einem Buch lebt. Bücher sind halt doch nicht für die Ewigkeit gemacht. Aber selbstverständlich werden wir Winnie Pooh und all seine Freunde noch retten. So, oh, und da haben wir Riku, bei dem sich jetzt was getan haben dürfte. Das steht immer noch kein Neu da. Jetzt muss ich kurz gucken, wo wir anfangen müssen. Ach, das hat sich komplett geändert. Okay. War ein Freund und Rivale von Sora. Seit dem Untergang der Insel war er spurlos verschwunden, taucht jedoch plötzlich wieder auf. Genau wie Sora sucht auch er nach Kairi, wofür ihm jedes Mittel recht ist. Statt sich Sora und seinen Freunden anzuschließen, geht er einen dunklen Pakt mit der bösen Fee Malefiz ein und versucht so Kairi wiederzufinden. Ja. Das muss ich jetzt echt ein bisschen im Auge behalten. Ich hoffe, wir lesen nach Möglichkeit nichts doppelt. Ich hoffe es wirklich. Das Character Model nochmal zu... Oder? Hat sich das geändert? Nee. Hat sich nichts geändert. Ich drehe es vorsichtshalber trotzdem nochmal. Ich bin gerade paranoid. So, dann haben wir jetzt Pongo. Pongo, ein mutiger und kluger Dalmatiner. Zusammen mit Perdi kümmert er sich um die 99 gepunkteten Welpen. Der listige Pongo schafft es immer wieder zu entwischen, wenn er in der Klemme steckt. Und er stammt aus 101 Dalmatiner. Und da haben wir ihn. Den Pongo. Und dann haben wir Perdi, eine hübsche Dalmatinerhündin. Mit der Hilfe von Pongo kümmert sie sich um 99 Dalmatinerwelpen. Perdi würde jede Gefahr auf sich nehmen, um ihre kleinen, gefleckten Kleinen zu beschützen. Ja, seht euch dieses Gesicht an. Dieses Gesicht sagt, ich bin eine Mama von 99 Kindern. Also nicht ganz, aber irgendwann wird dieses Gesicht das sagen. Die 99 Welpen. Pongos und Perdis Welpen. Vorsicht, gemeinsam sind sie kaum zu besiegen. Seit ihre Welt von der Dunkelheit verschluckt wurde und sie von ihren Eltern getrennt wurden, setzen sie alles daran, wieder zu ihnen zurückzukehren. Und da haben wir auch einen. Ein kleiner Welpe. Oh, dann haben wir... da! Anzim! Von dem ominösen Anzim haben wir ja schon so viel gehört. Ursprünglich ein Mann der Wissenschaft, der das Geheimnis der Welten und die Herzlosen erforschte. Es hieß, dass er seine Kenntnisse in den mysteriösen Anzim-Berichten niederschrieb. Mit seinem geheimnisvollen Verschwinden verlieren sich jedoch auch die Spuren jener Berichte im Dunkeln. Und selbstverständlich haben wir auch kein Character-Model von ihm. Denn wir wissen ja nicht, wie Anzim aussieht. Den wir allerdings haben, das ist Malefiz. Eine machtvolle böse Fee. Die Herzlosen sind ihr Werkzeug und haben schon etliche Welten zerstört. Keiner kennt ihre wahren Pläne.
Aber nichtsdestotrotz wissen wir eins, sie kommt aus dem Film Dornröschen, wo sie auch schon sehr gut darin ist, Böses zu tun. Und meine Herren, dieser Umhang ist groß. Sehr groß. Gut, damit hätten wir die Charaktere und dann haben wir... Ah ja, genau, unseren ersten beschwörbaren Charakter, nämlich den guten Simba. Der König der Löwen. Er herrscht über die anderen Tiere im geweihten Land, seinem Königreich in der Savanne. Wenn Sora ihn ruft, ist er zur Stelle. Dreiecktaste gedrückt halten, bis das Kommando Brüllen erscheint. Ach ja, das musste ich gedrückt halten. Gut, dass ich das nochmal nachlese. Loslassen, um es auszuführen. MP-Verbrauch 2. Ja, die Tagebucheinträge der Beschwörung sind eher immer so ein bisschen Erklärungen, wie sie denn funktionieren. Nichtsdestotrotz erfahren wir auch hier, dass Simba aus der König der Löwen stammt. Und da ist er auch schon. Der gute Simba. Hier mag er zwar nur eine Beschwörung sein, aber vielleicht werden wir in späteren Kingdom Hearts Teilen noch ein bisschen mehr mit ihm zu tun haben. Wer weiß das schon? Mit wem wir in diesem Teil definitiv noch mehr zu tun haben werden, das ist Winnie Pooh. Ein kleiner Bär, der im 100-Morgen-Wald lebt und gerne Honig isst. Als Bär von geringem Verstand ist er ein wenig zerstreut und vergisst manchmal sogar das, woran er sich gerade erinnern wollte. Seinen ersten Auftritt hat er in Winnie Pooh und der Honigbaum. Da ist er auch schon. Der Bär namens Pooh. Natürlich auf dem Foto beim Honigessen fotografiert. Wie Jiminy das nur geschafft hat, nachdem er ja gesagt hat, dass er keinen Honig zu Hause hat, wer weiß das schon so genau. Dann haben wir da noch die Eule. Der klügste Bewohner dieses gemütlichen 100-Morgen-Waldes, der die kniffligsten Fragen seiner Freunde beantworten kann, wenn auch nicht immer richtig. Er hält gerne Reden, oft so lange, bis seine Zuhörer eingeschlafen sind. Und auch er kam das erste Mal in Winnie Pooh und der Honigbaum vor. Und wird hier selbstverständlich einmal gedreht. So, und dann haben wir noch Herzlose. Wir haben die Zickzack-Zipfler. Ein Herzloser, der im Zickzack durch die Lüfte fliegt und sein Ziel rammt oder mit Blitz attackiert. Blitzangriffe werden absorbiert und bleiben wirkungslos. Und wir haben schon 14 Stück davon besiegt. Das ist er. Im Endeffekt ein Recolor der oberen beiden. Apropos Recolor. Hallo Vita-Zipfler. Ein Herzloser, der durch die Lüfte schwebt, greift niemanden an, aber heilt mit Vita die LP der anderen Herzlosen. In seiner Bewegung eher träge, aber flieht schnell in höhere Luftregionen. Magieangriffe werden absorbiert und bleiben wirkungslos. Und wir haben bereits 5 davon besiegt. Und er kommt sehr gerne in Begleitung von Ado-Bomben daher, weil da kann er am allermeisten mit seiner Heilerei nerven. Da ist er schon und auch er wird natürlich gedreht. Na, du kleine Nervensäge. Und dann haben wir noch was Neues, nämlich den Turboprepper. Ein Herzloser mit Flügeln, greift seine Ziele aus der Luft an, ist nicht nur gewandt, sondern auch noch stark und nicht leicht zu besiegen. Wird ihm der Kampf zu öde, verschwindet er so plötzlich, wie er aufgetaucht ist. Und wir haben schon 9 Stück davon eliminiert. Meine Herren, ist der am Rumhampeln. Und am Rumzappeln. So, dann haben wir natürlich noch einen neuen Boss, nämlich den Rüstorpanzer, besiegt. Rüstorpanzer, die wahre Gestalt des Panzerrüstors, der als Wächter das Schlüsselloch der Stadt Traverse bewachte. Seine Kampfkraft ist erheblich gestiegen und mit seiner wütenden Schlacht gegen Sora hätte er beinahe die ganze Stadt zerstört. Es wäre mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen, aber wenn Jiminy das so aufschreibt, Jiminy ist einfach ein Freund dramatischer Szenen. Selbstverständlich ist auch der Rüsterpanzer, wie auch der Panzerrüster schon, jetzt wieder ein Final Mix Recolor. Und selbstverständlich werde ich euch an dieser Stelle wieder einblenden, wie er denn im originalen Kingdom Hearts aussah. Wir drehen ihn selbstverständlich auch einmal, um auch hier alles gezeigt zu haben. So, sonst dürft ihr keine Neuerungen mehr geben. Wir können ja mal einmal der Vollständigkeit halber gucken. Wir haben noch 6 Dalmatiner-Welpen in Traverse, die wir uns zu gegebener Zeit noch holen werden. Wir haben hier schon 3 Trio-Techs benutzt und Rekorde dürfte nur das Tarzan. Ja, genau, das Tarzan-Zeug sein. Gut! Wieder viel erfahren, viel gelesen und ich habe tatsächlich wieder erfahren, wie Simbas Beschwörung nochmal genau funktioniert. Werden wir natürlich im Kampf direkt nochmal sehen, wenn ich das bei Merlin natürlich jetzt entsprechend falsch gemacht habe. Aber ist ja kein Problem. Kriegen wir alles gebacken. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Und ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Und ihr seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei.
wenn wir wieder Tagebuch lesen oder eben weiter die Welt retten. Je nachdem, wonach euch dann mehr der Sinn ist. Ebenfalls sage ich für heute Tschüssikowski, euer Pagu.